Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute mit einem relativ ernüchternden Video. Ihr habt alle mitbekommen, das Goblin-Event ist live. Oder wenn ihr meine Videos nicht guckt, habt ihr es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil in der Welt sieht man keine Goblins. Aber genau darum geht es heute. Erstmal, was für Loot gibt ein Goblin überhaupt? Wie könnt ihr steuern, dass ihr guten Loot bekommt? Und wie kriegt ihr die Goblins überhaupt? Ich werde davon dazu vieles aus dem Stream heute mit reinschneiden. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr mal einen Chat oder sowas seht, das ist dann der Vergangenheitsloot. Aber kommen wir erstmal zu der ersten Sache. Aktuell ist das Event verbuggt. Es kann auch sein, dass das Video rauskommt und der Bug schon behoben ist. Dann wird es nochmal ein Video den Tag drauf geben. Aber aktuell ist es so: jeder Goblin, den ihr findet, gibt aufgrund des Levels eurer Gegner eine Tasche. Das ist hier diese Tasche, die habt ihr bestimmt auch schon gefunden. Eine Schatztasche. Und je nachdem, welches Level dieser Goblin hat, ob der über Level 100 ist oder unter Level 100, richtet sich dann die Tasche danach, wie viel Gegenstandsmacht in dieser Tasche vorhanden ist. Es gibt auch Taschen, die geben 925 Gegenstandsmacht, und es gibt noch Taschen, die sind seltener mit Braune, die so braun ist, legendär, die auch 925 Gegenstandsmacht gibt. So, jetzt ist natürlich die Frage, ey, wann kriege ich 925 und wann kriege ich 855? Und das ist anscheinend aktuell verbuggt, weil nur Gegner von Stufe 95 bis 99 geben diese Tasche, die ihr haben wollt, mit 925 Gegenstandsmacht. Alle Gegner, die höher sind, ein höheres Level haben, was gar keinen Sinn macht, und alle Gegner, die niedriger sind, geben diese Tasche hier mit 855 Gegenstandsmacht. Ich weiß nicht ganz genau, wie das in Weltstufe 3, 2 und 1 ist. Ist auch erstmal irrelevant, weil da braucht ihr keine 925 Gegenstandsmacht. Da ist das wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber gerade für alle, die Level 100 sind, so wie ich, wollen natürlich 925 Gegenstandsmacht haben. Also wichtig, Gegner müssen Level 95, 96, 97, 98 oder 99 sein, damit der Goblin diese Tasche fallen lässt. Das Ganze kann man natürlich nur durch ein Nightmare Dungeon machen oder wenn man in der Welt rumläuft ohne Mind Cage. Dann sind die Gegner, wenn man selber Level 100 ist, auch auf Level 95. Dann haben wir immer noch das Problem, dass keine Goblins spawnen. Damit Goblins spawnen, muss nämlich ein Schrein der Gier aktiviert werden. Weil wenn der Schrein der Gier aktiviert wird und ihr dann Gegner killt, dann fällt Gold. Und wenn Gold fällt, dann kommen Goblins aus Portalen und diese Goblins könnt ihr dann besiegen und die lassen dann wieder Loot fallen. Das heißt, der Trick aktuell vor dem Bugfix ist es, Schrein der Gier zu finden in einem Nightmare Dungeon Stufe 42 bis 46 und dann so viele Gegner zu besiegen wie möglich und so viele Goblins wie möglich zu besiegen. Vielleicht hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Stream heute. Schreien der Gier. So, bei der Menge an Gegnern, da will ich aber was sehen. So muss das aussehen, Leute. Genau so muss es aussehen. Genau so. Und wenn ihr das dann lange genug gemacht habt, dann könnt ihr die Kisten auch aufmachen. Und ich glaube, das interessiert auch die allermeisten. Lohnt sich dieser ganze Aufwand? Nightmare Dungeon Stufe 42 bis 46. Zusätzliche Schreine in einem Nightmare Dungeon. Schrein der Gier finden. Und dann auch noch die Goblins besiegen und den Loot farmen. Und dafür habe ich heute ein kleines Pack-Opening gemacht. Ich habe 80 von diesen Dingern hier aufgemacht, 925 Gegenstandsmacht und dann nochmal 6 Stück von den legendären. Mehr hatte ich leider nicht, aber ich glaube, man kriegt schon einen ganz guten Einblick, wie gut der Loot da ist oder eben nicht. Deswegen jetzt noch viel Spaß mit dem Opening. Wie lange habe ich jetzt gesucht? Ich weiß gar nicht. 1 bis 2 Stunden oder so und habe fast 80 Schatztaschen. Da sehe ich auf jeden Fall Unix und ich sehe auch einen Greater Aphex. Okay, da sind viele Unix auch dabei, ne? Aber kein, nur ein Greater Aphex? Mülliger Müll? Was willst du damit? Keine Greater, doch hier. Einer. Gut Greater aber dabei. Es lohnt sich. Ich sag, es lohnt sich. Es lohnt sich, Digga. Das wollt ihr nicht. Hä? Okay, da muss ich gleich mal nochmal erklären. Also, das ist natürlich Müll hier, aber
Drei Greater Affixe aus den Dingern? Sechs Stück, seid ihr bereit? Am ersten Blick sieht es unspektakulär aus. Und auf dem zweiten Blick auch. Da ist ja nichts. Das war's auch schon. Ich wollte euch einmal berichten, wie genau das Event aktuell abläuft. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Wie immer, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.